hari ini aku mau kasih tips buat kalian gimana caranya membuat bahasa kalian menjadi lebih tinggi. Ini tips buat yang sudah di level that's why, C1 or that's why. Oke, pertama, anstatt wir sagen produzieren, wir können auch sagen erzeugen oder herstellen. Okay. Es ist wichtig. Ja, das ist gut, aber wir können auch unsere Sprache heben. Zum Beispiel, das spielt eine bedeutsame Rolle. Oder ich lege viel Wert auf. Es ist interessant. Das hat mein Interesse geweckt. Wir diskutieren. Wir setzen das auseinander. Es ist überrascht. Es ist erstaunlich. Es ist stressig. Ich leide unter Stress. Ich entscheide mich für. Ich habe die Entscheidung getroffen, was kannst du mich über etwas informieren? Ich gebe dir später Informationen. Ich sage dir Bescheid. Herr Müller, ich habe eine Frage. Herr Müller, Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Wir müssen das berücksichtigen. Wir nehmen Rücksicht auf etwas. Wir müssen unser Gespräch beenden. Unser Gespräch ist zum Abschluss gekommen. Okay, das war's. Itu aja. Masih banyak sih sebenarnya. Semoga kalian bisa pakai Ausdrucke yang tadi atau istilah-istilah yang tadi biar bahasa kalian lebih meningkat. Thank you, Shin. Für das Zuschauen. Tschüss.